Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rise of the Tomb Raider. So langsam schaffen wir es hier, die Oberhand wieder zu gewinnen oder uns hier wieder das Lager zurückzuholen. Es ist Monate her, dass der Schnee der Berge das Herz von Kitesh begrub. Einige sollten nach Überlebenden und Essen suchen, aber niemand kam zurück. Aus den Gletschern kommen Geräusche, aber ob es noch Überlebende darin gibt, weiß ich nicht. Es könnte auch nur das Eis sein. Aber ich muss zugeben, dass es wie menschliche Stimmen klingt. Vielleicht bewachen die Geister der Prophetenkrieger noch immer die eisigen Straßen. Wir werden keine Leute mehr hineinschicken. Wir müssen akzeptieren, dass der Prophet und die Stadt für uns verloren und wir jetzt allein sind. Es ist Monate. Ups, so, ja. Oh. Ja, da ist gar kein Loch drin, sehe ich gerade. So, wie war das mit dem Ausweichen eigentlich nochmal? Ah, mit F war das ja, glaube ich, oder? Komm, hau mal zu. Raus, irgendwie zu schnell zu, da kann ich nicht reagieren. Okay, das war jetzt nicht so erfreulich. So geht's aber. Okay, einfach drauf prügeln, dann ist gut. Hier rächt sich halt mal wieder, dass ich immer hier so sessionweise aufnehme und dann halt mal ein oder zwei Wochen nicht. Vergisst man doch so ein paar Mechaniken von dem Spiel. Hier ist Team 5. Wir gehen jetzt in die Katakomben. Wir brauchen Verstärkung hier. Verstanden. Schon unterwegs. Werfen wir doch einfach ein paar Granaten rein und gut. Nein, der Atlas könnte da unten sein. Er hat recht. Das ist zu riskant, aber sie wird nicht kampflos aufgeben. Okay, machen wir diese Luke auf. Wir gehen rein, wenn die Verstärkung da ist. So. Hätte ich früher mal machen sollen. Ja, mach dir mal. Versuch es nur. Na los. Granaten. Jetzt kommt mir doch nicht so. Immer mit eurem Schach. Feind entdeckt. Nein, ich lade eigentlich nur nach. Obwohl, da doch, du hast recht, das Magazin ist wirklich leer.
Jacob. Sie sind weg. Ich fürchte, dieser Kampf ist längst nicht vorbei. Erzählen Sie mir mehr über diesen Ort. Das haben Sie verdient. Kommen Sie mit. Zeit brachte unser Prophet die göttliche Quelle in dieses Tal. Meine Vorfahren bauten Kitesh, um sie vor der Außenwelt zu schützen. Wozu denn? Was ist die göttliche Quelle, Jacob? Ein Artefakt aus längst vergessenen Zeiten. Wir glauben, darin ist ein Fragment der Seele Gottes. Der Legende nach erhielten jene, die die Quelle erblickten, die Unsterblichkeit. Aber schon immer wurden auch andere angelockt von ihrer Macht. Trinity. Ja. Sie wollen ihre Dunkelheit über die Welt bringen. Mit der Quelle wären ihre Soldaten unbesiegbar. Helfen Sie mir, sie zu finden, bevor Sie es tun. Das ist nicht Ihre Bürde. Doch natürlich. Mein Vater ist dafür gestorben. Sie können ihre innere Leere nicht füllen, Lara. Sie können sie nur freigeben. Ich werde sie finden. Mit oder ohne Hilfe. Warte! Sophia, lass mich gehen. Ich muss tun, was ich kann. Du hast Blut für uns vergossen. Ich will dir helfen. Du weißt, wo der Atlas ist? Die Kathedrale. Die unterirdischen Archive. Aber dahin folgen wir dir nicht. Wieso? Was finde ich dort? Da sind andere. Die Unsterblichen. Sie töten jeden Eindringling. Mein Vater glaubt, sie werden Trinity stoppen. Darauf kann ich nicht warten. Ich weiß. Hier. Nimm das. Damit schaffst du es zur Kathedrale. Ja, danke schön. Oh, wir haben Drahtseil. Sehr schön. Ach, warte mal, da können wir, glaube ich, jetzt hier zurück. Hatte ich nicht hier dieses Geschwindigkeitsding? Ah ja. Hatte ich. Und da noch in die eine... Oh, Hakenaxt. Cool. Okay, ich suche mir mal das nächste Lager und werde dann nochmal zurückreisen. Da war ja noch irgendeine Gruft oder was, was wir holen konnten. Würde ich mir dann doch ganz gerne mal anschauen. Ui. Das war gerade ganz schön knapp. Aber gut, funktioniert noch. Noch sind wir hier im Spiel. Das war echt praktisch gerade mit dem Ding. Ich muss auch noch deutlich größere Abgründe überwinden. Diese Abgründe. Lara, wenn du zur Kathedrale willst, Trinity ist da überall. Ich weiß, aber mir bleibt keine Wahl.
So viel Gewalt und Tod. Jacobs Leute haben so viel durchgemacht, aber sie kämpfen weiter. Sie sind durch einen Eid ihrer Vorfahren gebunden. Eine Pflicht aus der Vergangenheit. Aber ich sehe ein Volk, das nur in Frieden leben möchte. Ich glaube, sie sollten die Vergangenheit loslassen. Wenn ich den Atlas finde, führt er vielleicht zur göttlichen Quelle. Wenn ich sie von hier fortbringe, müssten sie nicht mehr leiden. Sie könnten die Bürde der Wahrheit mit der Welt teilen. Aber wenn das alles zu nichts führt, weiß ich nicht, was ich tun soll. Na, schauen wir doch mal. Wird schon irgendwie werden, denke ich. So, sehr schön. Damit haben wir dich zu 100% verbessert. Cool. So, bevor wir dann hier weitergehen, würde ich gerne nochmal zurück. Und zwar... war das hier? Da war der Funkturm. Da eine Höhle habe ich. Das gottlose... Ach so, hier bin ich sogar wieder. Krankenstation. Stimmt. Lager, warte mal, hier war, glaube ich, auch noch irgendeine Höhle, die ich nicht aufgekriegt habe. Eine Kaverne. Ich glaube, irgendeine Krypta war doch hier noch. Nur wo? Ich glaube, ich gehe erstmal zurück und gucke mal, ob ich hier die Höhle noch aufkriege. Ich glaube, von da aus können wir dann auch irgendwie zur Krypta, wenn mich nicht alles täuscht. Mal schauen. Warte mal, hatten wir noch ein Grab, was wir jetzt abgeben könnten? Wo war denn Madämmchen? Oben, glaube ich, irgendwo, oder? Hier nicht. Da drinnen, oder? Aber sie scheint weggegangen zu sein. Ja, mal gucken, wo wir sie wieder finden. Ja, aber ich glaube, wenn ich hier weitergehe, müsste ich doch zu der Krypta gleich kommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Obwohl, nee, Quatsch, die war da hinten irgendwo. Ein paar Pfeile mitnehmen, sehr nett. Rutsche. Genau, Herausforderungsgrab.
Haben wir noch ein Münzversteck? Da genau, da oben das. Noch einigermaßen auf dem richtigen Weg. Und das mussten wir, glaube ich, mit dem Drahtseil dann lösen. Scheint eine Art Karte zu sein. Aber ich kann den Text nicht entziffern. Wie viel? Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen was, bis wir da Stufe 7 erreicht haben. Hallo, Lager. Da bin ich wieder. So, dann will ich noch mal gucken. Das war da hinten mit den Wildschweinen irgendwo. Hallo, Hase. Wo war das mit den Wildschweinen? Jetzt bei Nacht gar nicht mehr so gut zu erkennen. Sehen wir irgendwas zu mitnehmen? Nee. Ist natürlich auch niemand mehr. Ich glaube, hier bin ich einigermaßen auf dem richtigen Weg. Da wäre noch ein Dokument. Schauen wir doch mal. Ich glaube, das war auf einer Insel mit den Viechern, oder? Ich glaube, das war auf irgendeiner Insel. So, auch noch Zeug, tut mir leid. Sieht aber, glaube ich, ganz gut aus. Das könnte ja tatsächlich sein. Jetzt runter. Aber hier gibt es schon mal Wildschwein. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Irgendwie werde ich hier dann doch nicht so warm mit. Also fühlt mich hier nicht mehr großartig zurecht. So, hier oben ist dann wohl das Dokument. Ja. Gut, klettern wir mal da hoch. Hier ist eure heutige Lektion. Bringt mir ein Tier mit Federn. Die Vögel in unserem Tal fliegen meist am Tag und nisten in der Dunkelheit. Weiter entfernt gibt es auch Möwen und andere Arten. Diese Vögel wären für die heutige Lektion ausreichend, wenn auch die faule Lösung. Die Ehrgeizigen unter euch sollten sich zwischen Morgen- und Abenddämmerung in die hohen Lagen begeben. Ein Bussard würde mich schwer beeindrucken. Und bevor ihr fragt, die Hühner in unseren Dörfern kamen mit unseren Vorfahren her. Mit einem zahmen Vogel vom Hof eurer Mutter erfüllt ihr die Aufgabe also nicht. Naja, versuchen kann man es ja mal. Okay, das war doch einigermaßen lohnenswert. Gut, dann schauen wir in der nächsten Folge mal in dieses optionale Grab. Mal gucken, ob wir da was reißen können. Und
Gut, dann bin ich mal gespannt. Das wäre da. Ah ja, genau. Ich erinnere mich. Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Naja, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.